Also erst Herr Reu und dann Herr Lange. Bitte, Herr Reu. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister. Sie haben ja gerade gesagt, dass wir auch den Bürgern das erklären sollen, was die Hintergründe sind und warum die Sparkassen insbesondere sich beteiligen müssen. Ich würde das gerne machen als Abgeordneter, daher bitte ich Sie, mir zu helfen. Wir haben ja nun gehört, dass der Milliardenverlust bei der Nordelbe durch die Schiffsfinanzierung und die höheren Anforderungen der Bankenaufsicht dazu führen, dass also 3,6 Milliarden, haben Sie gerade ausgeführt, zur Rettung benötigt werden. Die Landesregierung hat 200 Millionen zugesagt, 60 Millionen sollen aus den Sparkassen des Landes kommen. Meine Frage ist, können Sie uns sagen, welche Kreissparkasse welche Höhe hier übernehmen muss und was das für den einzelnen Bürger bedeutet, der Kunde bei der Sparkasse ist? Denn wenn wir das dem Bürger erklären sollen, dann müssen wir auch wissen, was denn der einzelne Bürger, der Kunde bei unseren Sparkassen ist, da zu tragen hat. Vielen Dank. Herr Minister Richter, Sie haben das Wort. Die Einzelbeträge bei den Sparkassen kann ich Ihnen nicht sagen, das müsste ich nachliefern. Insgesamt sind es tatsächlich der Betrag, den Sie gesagt haben. Unseren Bürgern müsste man klar machen, wenn wir die Kapitalmaßnahmen nicht tätigen, dass die Sparkassen damit ins Schleudern geraten würden, dass insgesamt die Anlagen dann unsicher sein würden und die eine oder andere Sparkasse tatsächlich das Problem hätte, insgesamt nachher noch überleben zu können. Ja. Eine Nachfrage bitte, ja. Ja, okay. Vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage. Wir konnten zudem auch aus der Landespresse entnehmen, dass die VGH-Versicherungsgruppe aus Hannover die Anteil der ÖSA von den sachsen-anhaltischen Sparkassen übernehmen will. Dazu haben Sie jetzt nichts gesagt. Daher nochmal eine Nachfrage. Die ÖSA ist die einzige öffentlich-rechtliche Versicherung, der einzige, der den Sitz in Sachsen-Anhalt hat. Viele Kommunen und Bürger haben insgesamt über 1 Million Verträge bei der ÖSA. Und daher meine Frage, wie steht die Landesregierung zum geplanten Verkauf dieser Anteile, beziehungsweise was genau verbessert sich für die Kunden der ÖSA? Das wurde ja als Grund genannt. Und kann die Landesregierung zusagen, dass die Konditionen für aufgelegte Feuerwehrrenten, die von tausenden Kameraden hier eingegangen wurden, sich nicht verschlechtern durch den Verkauf? Danke. Herr Minister Richter, bitte. Die Überlegung der Sparkassen, die ÖSA zu verkaufen, hängt damit zusammen, dass die ÖSA insgesamt bezogen auf ihr Portfolio sehr klein war und die Refinanzierung für die Versicherung gerade jetzt im Bereich der verschiedenen Naturkatastrophen so kritisch war, dass die Beträge hätten hochgehen müssen. Nach all dem, was wir sehen, sind tatsächlich die Verträge so geschlossen worden, dass der Bürger in Sachsen-Anhalt kein Problem damit haben darf, dass jetzt nicht mehr die ÖSA, sondern eine andere Gruppe hier die Anteile übernommen hat. Inwieweit, sage ich mal, letztlich Versicherungsbeiträge konstant bleiben, hängt sicherlich nicht mit dem Verkauf der ÖSA zusammen, sondern wird auch andere Faktoren haben, sodass ich sicherlich nicht die Garantie übergeben kann, dass in den nächsten Jahren es nicht zu, sage ich mal, Erhöhungen bei den Beiträgen kommen kann, aber zumindest nicht durch den Verkauf der ÖSA. Vielen Dank. Wir haben eine weitere Wortmeldung. Der Abgeordnete Herr Olnitschek. Sie haben das Wort, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Minister. Sie sagten, wir sollen den Bürgern auf der Straße erklären und die fragen auch danach, wieso die Bank hier gerettet werden muss. Meine Frage lautet, gibt es denn Verantwortliche für dieses Finanzdesaster? Und werden Schritte eingeleitet, dass sich so etwas nicht wiederholen kann? Denn das ist das, was den Bürger interessiert, dass die Argumentation vorherrscht, dass eben Verluste sozialisiert werden und Gewinne privatisiert werden und das immer am Bürger vorbeigeht. Vielen Dank. Was die Zukunft betrifft, werden Sie durch die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, insbesondere auch durch das DSGV, also des Deutschen Tier- und Sparkassenverbandes und auch weiterer Teilnehmer des Aufsichtsrates sicherlich davon ausgehen können, dass man sehr wohl darauf achtet, dass so etwas nicht nochmal vorkommt. Inwieweit es Konsequenzen gibt, wissen Sie, es ist ja immer die Frage, inwieweit man persönlich haftbar machen kann für Transaktionen, die möglicherweise von ihrem Ausmaß in der Weise so nicht zu sehen war. Das kann ich also jetzt hier nicht sagen, dass das noch irgendwelche Konsequenzen haben wird. Die Zusammensetzung des Vorstandes wird sich verändern. Eine Personalie ist ja schon bekannt geworden in der Presse, die hier nicht verlängert wird, aber wo sicherlich man deutlich sagen muss, dass das nicht ursächlich zusammenhängt mit der gesamten Situation der Bank. Vielen Dank, Herr Minister. Ich sehe keine weiteren Anfragen.